Mein Traum war, Fußballer zu werden, wie das jeder kleine Junge träumt. Ja, gestoppt wurde ich dann durch die Erkrankung, durch die Krebserkrankung und eine Amputation. Ja, daraufhin habe ich dann angefangen, den Fußball als Rehabilitationsmaßnahme zu sehen. Was heißt zu sehen? Ich wollte wieder kicken und bin dann rausgegangen. Und das war mehr Fallen als Kicken. Und ich hatte einen hohen Bewegungsdrang und mein Techniker hat mich dann im Behindertensport vermittelt nach Leverkusen. Und ich hatte damals Berührungsängste selber zum Behindertensport, wollte mit Behinderten nichts zu tun haben, weil ich ja mit Nichtbehinderten Fußball gespielt habe. Ja, und das ist daraus geworden dann. Aber ich bin da schon stolz drauf, wenn man irgendwie die Jungs wieder sieht und guckt, wie die sich entwickeln. Man hat eine Gemeinsamkeit, eine Behinderung und irgendwie ist es dann, wenn man sich bei einer Weltmeisterschaft trifft, dann zählt nur die Leistung, dann spricht man nicht über die Behinderung. Ich weiß nicht, wo eine Krise anfängt. Vielleicht ist es auch nur eine Chance. Vielleicht kann man das Wort Krise mit der Chance auswechseln, weil alles hat so sein Gutes. Meine Mama will unbedingt, dass ich aufhöre. Die denkt dann immer an die Zukunft und glaubt, dass ich mir mit dem Leistungssport mehr kaputt mache, als ich gewinne. Aber ich sage dann immer wieder, Mama, ey, dass ich so glücklich bin, macht eigentlich nur der Sport. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich glaube immer an mich selber. Es gibt immer Höhen und Tiefen, aber ich hätte damals bei meiner Amputation, hätte keiner gedacht, dass das zu irgendwas führt, was mich so glücklich macht. Das hat mir keiner gesagt, wie schön auch das sein kann, wenn man was draus macht. Eins habe ich gelernt, meine Erfahrungen mache ich selber.